Aber ehrlich, und deswegen herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legend Edition Enderal. Ja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter, gehen hier zum Myran-Turm und los geht's mit der Action wieder mal. Mit der Action, wo wir die Sachen suchen werden. Denn wir sind ja immer noch auf der Suche nach allen Eispranken, nach allen magischen Symbolen und ja, was es sonst noch so gibt. So, ich vermute mal, links sagen die. Ja, ich gehe einfach mal nach ganz oben auf diesen Myran-Turm. Das bringt gar nichts. Okay. Gut. Hallo. Na Pups. Jetzt ist die Frage natürlich, wie können wir hier was finden? Das müsste sich ja eigentlich irgendwo da oben befinden. Ah, da. Ja, machbar, machbar auf jeden Fall. So, eine Eiskranke. So, dann gehen wir weiter hier zur Flussheimer Inkerei. Da weiß ich noch, der bereitsame Blütenhonig. So hieß die Folge, glaube ich, damals. Eine der allerersten, muss noch vor Folge 700 gewesen sein, glaube ich. Nee, warte mal, vor Folge 600 sogar noch. 700 ist ja nur am Ende gewesen. Ich habe ja bei 500 irgendwas angefangen. Das ist so krass, ne? Und jetzt sind wir schon über 700. Das ist echt, das ist nicht ohne. Muss man einfach mal so sagen. Hier habe ich noch die ganzen Bienen eingesammelt. Oh, ein magisches Symbol. Oh. Ausdauer. Ah, okay. Das war es auch, was ich finden musste. Ja, wie mache ich das hier? Das gehe ich erst am Ende, weil ich muss wahrscheinlich hier und dann hier rein. So, wo gehe ich als nächstes hin? Die Familiengruft Keldron. Das sieht doch gut aus. Vielleicht könnte ich heute den Flüsterwald mal so machen. Das wäre, glaube ich, was, wo ich einen guten Fortschritt erreichen könnte. Das finde ich auch sehr lustig, ne? Dieses Wort Fortschritt. Das ist ja so im, ich sag mal, hallo? Ich weiß, das ist ein ziemliches Random-Thema. Und das ist weg. Fortschritt ist ja so ein Wort, finde ich. Das spricht man, wenn man es einfach mal so schnell macht. Meistens lässt man, finde ich, glaube ich, das T aus. Kann das sein? Dass man sagt so Fortschritt. Habe ich so zumindest im Gefühl, dass das so ist. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Ob ich das selbst so mache, ich weiß es nicht. Okay, so. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl zumindest. Wie finde ich jetzt hier bitte schön? Na, komm schon. Wie soll ich hier die Eisbranken finden? Hier ist ja alles voll mit Pflanzen.
da hinten? Ich habe mich schon umgeguckt, so ganz bedrohlich. Hä? Wie war schwer? Wo? Haha! Oder war da gar nichts? Hier ist auch nichts. Sind das zwei Eisbranken? Wenn ich jetzt hier so ein bisschen überschaue. Ne, es ist eindeutig auf der rechten Seite. Eindeutig hier. Hier ist ja auch viel Wald und so. Wo man das ja überall verstecken könnte. So ist es ja nicht, ne? Ah, da sehe ich schon mal eins. Ah, hallo. Okay. Irgendwas hat sich da überlagert mit den Sounds. Okay, die eine habe ich. Da. Okay, die sind beide nah beieinander gewesen. Kann man ja mal so sagen. So, dann das nächste. Ist hier so ein bisschen. So, hallo? Ist hier der Ort, wo wir die Prüfung begonnen haben? Oder wo die Prüfung war, wo dieser Typ da, die Leiche, war das hier? Ich glaube ja, ne? Hallo. Ich muss kurz niesen. So. Gehört ihr zu der Gruppe Menschen, die nicht leise niesen können? Ich hab das. Also ich bin wirklich einer von denen, die... Also, nicht extra. Die wirklich jedes Mal immer so laut niesen müssen. Also wirklich auch nicht nur, ja, ich sag mal, das Nasengeräusch dazu, sondern es kommt halt auch immer was aus dem... Also wenn ich jetzt sage, es kommt immer was aus dem Mund, das klingt ziemlich falsch. Es kommt immer noch ein Geräusch mit aus dem Mund. So ein Ha! So ein Schrei. Irgendwie. Das ist immer, das ist halt dann schlimm, wenn man, also Niesen ist ja Niese, also ist ja, ne? Also wenn man das als schlimmer empfindet, dann wüsste ich jetzt auch nicht mehr weiter. Aber es ist ja so, wenn man sich wirklich in einem leisen Raum befindet, so alle konzentriert oder so, keine Ahnung, bei einer Arbeit oder bei einer Klausur, ich hasse das Wort Arbeit. So wie der Reine auch. Da man das Wort hasst und man soll ja nichts machen, was man hasst, macht der auch keine Arbeit. Nein, irgendwie bei so einer Klassenarbeit oder einer Klausur irgendwie im Hörsaal, keine Ahnung. Alles Mögliche da, ist das immer ein bisschen, ja, ich sag mal, unangenehm, wenn man dann plötzlich so laut niesen muss. Das ist ein Malus, den ich habe. So. Okay. Schunkschatulle ist alles leer. Sorry. Wurde nicht so laut. So, hier wird irgendwo
eine Eisbranke wieder mal sein. Irgendwo hier. Jetzt sie sein. Da. Ha. Gar nicht so schlecht. So, wie gehe ich jetzt erst vor? Gehe ich jetzt erst hier nach rechts und dann hier entlang? Oder erst nach links? Boah. Nee, ich gehe erst hier nach links. So. Speichere auch einfach mal. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay, wo sind wir hier? Das ist irgendwie so ein Lager. Da ist eine Klaue eher rechts und der Rest ist da alles im Lager scheinbar. Die Klaue ist wahrscheinlich hier irgendwo bei dem See. Ein Bär. Was? Was war das denn für ein Geräusch? Okay. Ich sag mal einfach sonderbar. Ah, okay. Mitten Angriffus interruptus, meine Freunde. Ja, der Angriffus interruptus. Ein weit verbreitetes Problem in dieser Welt. Jetzt bin ich schon wieder raus hier. Es sieht alles einfacher, wenn wir bei den letzten paar sind, nur noch. Hallo? So, hier sind doch irgendwo, müsste doch hier eine Eispranke pranken. Okay, einfach Tür. Noch einer. Immer wieder mal umgucken. Ob ich irgendwas sehe, was ich nicht sehe. Gucken, vielleicht bei irgendwelchen Gängen am Ende oder so. Ah. Schwer. Muss ich mal sagen. Das ist schwer. Okay. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo hinter sein. Jetzt ist das Problem. Muss ich auch in diese Höhle rein? Die Bärenhöhle. Ja, vermutlich, ne? Vermutlich schon. Wow. Da sehe ich schon eine Pranke, die war ja leicht. Okay. Ist die Frage, ist hier sonst noch was? Nee. Das ist vermutlich auch kein allzu großer Ort. Genesungstrank, okay. Gut.
noch ein, aber das war's dann wirklich auch. Hätte mich auch wirklich gerade gewundert, wenn das noch mehr gewesen wäre. So. Irgendwie kam ich doch hier in dieses Ding rein. Ich gehe mal an den Palisaden vorbei oder entlang. Die Lichtbruchmine, ja, meine ich doch wohl. Hi. So. Da kann ich ja mal gerade gut zusammenfassen. Hier müsste eine Klaue liegen. Und da müsste ich da irgendwo rein. Ah, die Klaue habe ich schon mal. Groschen. Ja, meine ich ja wohl. Wenn den Groschen nicht ehrt, ne? Ein Dreieller Kostenbrot. Könnte ich eigentlich mal wieder essen? Okay, sind verbrannte Häuser. Kettenblitz. Blutige Bodenspuren. Hier ist nichts. Manchmal ist bei sowas ja dann auch einfach ein magisches Symbol. Ich vermute aber, da muss ich rein, ne, in die Wutmine. Das ist offensichtlich gewesen. Oha. Okay, das ist mies. Hallo. Das ist eine sehr miese Miene. Was haben wir denn im Quecksilber? Wenn ich wirklich mit so vielen EP weitermache, ne? Dann bin ich ja. Also da habe ich ja wirklich noch den dritten Pfad komplett am Ende. Oh. Okay. Aua. Boah, mit diesen nicht Spinnenweben, wie heißt es denn? Heißt das denn, Gottverdammt nochmal? Wie heißen denn diese Tiere? Mensch. Also hier ist gerade sehr dunkel, finde ich. Ne, ich komme nicht rauf. Ich komme nicht auf den Griff. Ein Viertel haben wir. So, damit habe ich das sogar auch. Aber jetzt will ich ja hier nicht einfach so raus, sondern zumindest noch zum Ende der Höhle. Boah. Nett. Hallo. Vadim? Okay. Was wäre jetzt an dir anders als an den anderen Vatüren? Weiß ich jetzt noch nicht. Ja, gut. Ne?
Was soll ich sagen? Hier scheint so die Art Notausgang zu sein, die diese Art Höhlen ja gerne zu haben pflegen. Okay, muss ich hier runter? Wie kommt man hier raus? So, ne? Ja, gut, war. Ja. Das war jetzt keine so besondere Miene. So. Aber wir haben ja noch ein bisschen. Kann hier in dem Flüsterwald weitermachen, ne? Gehe ich mal hier zum Sägewerk. Das Wildpferd ist wieder auf meiner Seite. Danke. Okay. Hier scheint wohl noch eine Eispranke irgendwo zu sein, die ich übersehen habe beim letzten Mal. Diese Umgebungskarte ist sehr hilfreich, wie ich festgestellt habe. Siehst du? So, hier muss ich einmal drumherum gehen. Denn oben ist nur Gebirge. Weil über die Umgebungskarte komme ich anscheinend deutlich genauer da drauf, wo die einzelnen Sachen sind. Oh, hi. Oh, zwei Schläge für einen Wolf. Mensch. Okay, jetzt geht's hier hin. Ach Quatsch. Sag mir nicht in diesem Haus da gegenüber, oder? Hä? Nee, warte mal. Tatsächlich gar nicht. Hä? Ich gehe erstmal hier hin. Bevor ich das Haus da gegenüber betritt. Betrete, nicht betritt. Betritt, was ist das für eine Form? Imperativ, ne? Ah, hier ist ein magisches Symbol, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Betret ist auch vollkommener Schwachsinn, die Form. Also Betritt ist der Imperativ, okay. Aber nee, komme ich nicht drauf. Was ist eure Lieblingsflex? Wie heißt es denn nochmal? Flexform? Es hat so einen Namen. Alter, hier ist ja wirklich dieser Nebelflüsterwald. Scheiße, diese Stimmung ist so schlimm in diesem Ding. Aber dieser Wald ist so gruselig jedes Mal. Kann man einfach mal so sagen. Oha. Aber er hat halt auch wirklich eine geile Stimmung. Muss man ja auch mal sagen.
gruselig, aber das passt zu ihm. Er ist quasi das, ja, Ausgeburt eines kranken, fehlgeschlagenen Experiments. Und genau diese Stimmung verkörpert es auch. Ach du Scheiße, wie komme ich denn hier rein? Ah, okay. Okay. Nee, diese Kugel ist nichts, ne? Okay. Passiert nichts. Alter, das ist Gift. Jetzt weiß ich's. Eieiei. Dieses schwarze Zeug. Alter. Übel. Das war übel. Ohne Frage. Boah, diese Musik, ne? Die packt auch. Mega. Das ist so richtig so eine Musik. Das, was hier geschehen ist, werden wir alle lange bereuen, Musik. Aber so richtig diese Stimmung. Hä? Hier irgendwo? Tatsache. So. Zum Ritualplatz zurück. Und umdrehen links, so in etwa. Ach, dieser Platz ist da. Alter, hier war die Prüfung. Ich erinnere mich sehr gut. Sehr gut. Ah. So. Mit diesen Sporen, ne? Oh, man wird so verrückt hier. So. Boah. Boah. So lange habe ich dieser Musik noch nie auch gelauscht, ne? Das ist halt auch noch mal sowas. Je länger man dir zuhört, desto ja, desto geheimnisvoller, gruseliger wird diese Stimmung der Musik. Okay, ich habe das Ding irgendwo verpasst da, hinter dem Baum, natürlich. Manchmal ist es echt mies. Okay. Erstmal den Tür. Oh. Wieso bin ich hier schwächer? Hä? Oh. Liegt es daran, dass ich hier im Flüsterwald bin und drum weniger Schaden mache? Oder was ist der Grund dahinter? Sonst habe ich doch lieber Türen gewonnen-hittet. Ja, eine massive Truhe. Eieieiei. Boah.
Okay. So. Na gut. Ein Ambrosia. Mensch. Das magische Symbol. Puh. Okay, da haben wir wieder viel freigeräumt. Nehmen wir mal zum Grimmlichtstollen. Boah, ist die Musik gerade auch wieder schlimm. Dieses Dumm, Dumm, das ist schlimm. Was? Wer? Marodeure! Ich hab euch doch gar nichts getan. Außer dass ich jetzt die Folge beende. Bis dahin und ciao!